Willkommen zurück zu Randtrainer 2 mit mir, dem Jaro 85 vom Knalltüten Gaming. Unser Sigi Craig Fuchs langweilt sich zu Tode oder er studiert. Ich weiß es einfach nicht. Wie auch immer, wir gehen zur Vereinsanlage, gucken wie immer nach dem Image und sind alle noch sehr zufrieden, alle glücklich, alle happy. Sehr schön, wir sind ein Top-Trainer, wir sind am 16. Saisontag und spielen jetzt gegen FC Bernstadt und zwar ist das der DFB-Pokal oder wie es hier heißt, der nationale Pokal. Der Punkt, das ist eine Pfeife hoch 5 und wir drücken einfach dreimal drauf. 1, 2, 3. Im Tor der Riesenteddy. In der Abwehr die Franzi, Glitzerbergi und die Omi. Im Mittelfeld direkt der Opa, Glöckchen, Mandy und Talida. Und im Sturm Knuffi, Glücksi, Ronny, ich. Der Kaputte, der ist irgendwie gesperrt. So ein Ausländer oder wie? Wie auch immer. Ich habe gut alle auf Deutsch gestellt, aber wie auch immer. Wir starten einfach direkt das Pokalspiel gegen FC Bernstadt. Johannes, bitte übernimm. Die Sonne lacht und hoffentlich alsbald auch das Fußballherz. Herzlich willkommen. 41.600 Leute sind im Stadion. Und Glücksi stürmt direkt los in der ersten Minute. Den musst du machen, Junge, den musst du machen. Ich halte das nicht aus. Oder der Trainer geflucht. Sigi Craig Fuchs. Und jetzt direkt FC Bernstadt in der zweiten Minute. Kurze Beine vielleicht. Ja, Glücksi. Aber man kann sie lang machen. Mit einer Grätsche. Herrlich. Wieder vorbei, aber trotzdem die ersten zwei Minuten haben voll uns gehört. Jetzt geht's direkt in die 12. Talida am Ball. Mit einem guten Pass zu Glöckchen. Zurück toll, zu Talida. Spielmacher mitdenkt. Und jetzt ein Omi. Herrlicher Pass. Spiel den Freiburg. Wurde gefault. Du hast wegen Altersschwäche umgefallen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist sie verletzt. Und wir müssen sie auswechseln. Die Aufstellung ist wieder 3-4-3. Also diesmal stimmt sogar. Wir wechseln ein. Die Nummer 11, die Nani. Nani, Nan. Nani, die Ente. Bildes Schwarz. Und wir stürmen wieder los. Auch wieder in der 12. Minute. Talita wieder. Zu Glöckchen, wie üblich. Und jetzt Glücksi. Glücksi umgenietet. Das kann doch nicht wahr sein. Gelbe Karte für Martin Dahlin. Zu Recht hätte ohne rote Karte sein können. Schließlich haben wir rote Trikots an. Aber wir greifen wieder an in der 17. Minute. Der Opa. Ein stilles Passspiel. Ich kann gar nicht lesen. Nani. Ein super Pass auf ich. Auf Ronny. Der eine schöne Flanke jetzt spielt. Die war so schön, dass sie wieder scheiße war. Oh, und ein Schuss. Tor! Knuffi schießt das 1:0. Wie aus dem Nichts. Sehr schön. Selbst Johannes weiß nicht, was er sagen soll. Und ist dann wieder gefault. Oh, oh. Gelb für... Gelbe Karte. Und ich behaupte mal, das war auch an der Zeit. Für wen denn? Für Glücksi. Das ist gar kein Glück. Aber egal. Er kann es, glaube ich, noch verknusen. Und jetzt FC Bernstadt. In der 41. Minute. Ein Fehlpass, super Fehlpass. Festival. Kein ich, Knuffi, Tor! 2:0. Rumgeschlängelt um die Abwehr. Nicht doll geschossen, aber platziert. Und das reicht. Knuffi, das ist echt der Pokalprofi. Perfekt. Ja, ein ganz abgezockter Junge. Gehen wir mal schnell jetzt. Und es war Peter Wienhoff? Peter Wienhoff schießt ein Tor? Ist 2:1? Ist schon toll wieder. Ich bin ein paar Blacks. Ich habe jetzt nicht gerechnet, das ging so schnell. Aber wir sind da 71. Minute und auch super gehalten von Riesenteddy. Perfekt. Ein weiter Ball. Und was jetzt für ein Pass. Knuffi läuft über außen. Unterwegs. Ein Reisepass passt. Er kriegt schon Ausland. Flanke? Nee, dann ist so gut. Tor! Ich, Ronny, 3:1. Sie müssen zählen. Wunderbar. Das tun sie, so wie hier. Ein schönes Tor. Wir freuen uns und Johannes B. Kerner quatscht einfach weiter. Das ist wunderbar. Und das Spiel ist noch nicht vorbei. Es folgt in der 87. Minute ein weiterer Angriff von Glücksi. Der schießt. Schöne Grüße an die Eckfahne übrigens. Da sollte der Ball eigentlich nicht hingehen. Aber so geht's manchmal. Tja, das Spiel ist vorbei. Wir sind in der nächsten Runde. 3:1 gegen FC Bernstadt gewonnen. Traumhaft. Und ran. Sat.1 Fußball beginnt.
Sat 1 Fußball, heute mit Spielberichten vom Pokal. Ich bin kein Jurist, ich habe es noch nie versucht, einer zu werden. Allerdings sagen ja viele, der Pokal habe seine eigenen Gesetze. Diese These, Jahrzehnte alt und immer wieder mit Leben erfüllt, können wir heute überprüfen. Hier sind die Berichte vom Pokal. Pokalberichte, genau. Unser Spiel haben wir ja gesehen, deswegen klicken wir unseres einfach mal raus. Zack. Die Tore also sind gefallen, die Spieler hoffentlich mittlerweile geduscht und Sie haben alles hier in dieser Sendung miterleben können. Darf ich mich kurz zum Chefkellner der RAN-Sendung machen? Dann serviere ich Ihnen den Statistikteil mit unserer Zusammenfassung. Genau, den lese ich natürlich jetzt nicht komplett vor, das ist ein viel, aber man sieht, es ist durchwachsen. Bernstadt 2 in der Mitte hat gegen Borussia Kuschel 2 ebenfalls verloren. Das ist natürlich ein Zufall, dass Borussia Kuschel gegen Bernstadt spielt und Borussia Kuschel 2 gegen Bernstadt 2. Auch nicht schlecht. So, wir gucken mal, wer uns in der nächsten Runde erwartet. Erstmal haben wir die meisten Zuschauer gehabt in unserem Spiel. Richtig. Und jetzt gucken wir mal. Wir spielen als nächstes in der dritten Zeile gegen Spielvereinigung Kuschel. Nicht schlecht. Und Borussia Kuschel 2 ganz unten spielt gegen die Kuschels Weltauswahl im Achtelfinale. Das erste Champions League, nenne ich es mal, Gruppenspiel. Irgendwo war auch eine deutsche Mannschaft, der in Gruppe 2. Kuschelteam spielt gegen Aalborg BK. Hoffentlich wird das was. Das ist der internationale Pokal. Waren wir da irgendwie dabei? Nee, ne? Aber Kuschel 09 spielt da mit. Spielt denn noch jemand mit aus der BRD? Nee. Jetzt sagen wir doch, ja, wir spielen ja doch gegen Vitesse Arnheim. Wer auch immer das ist, Hauptsache, wir knallen sie weg. Das war's für heute, liebe Fußballfreunde. Sorry, wenn es für Ihren Verein diesmal nicht geklappt hat. Beim nächsten Mal bestimmt wieder. Und denen, die ein bisschen was zu begießen haben, einen tollen Abend noch. Und auf Wiedersehen. Tschüssi, Johannes. Ja, und noch ein zweites Spiel. Wir gucken mal kurz in die Finanzen. Wo waren denn hier nur die Finanzen? Bin ich denn jetzt völlig blind? Vereinsinfo hier wahrscheinlich drin. Genau, hier. Richtig. Finanzielle Situation. Tja, hat sich irgendwie nicht geändert. Alles klasse. Wir kümmern uns eh nicht drum, weil wir sind ja sowieso nur der Trainer. Und wir gucken jetzt mal, ob wir den Punkt jetzt hier mal loskriegen. Profivertrag geben. Nee. Verkaufen? Management lehnt den Verkauf immer noch ab. Ja, der lehnt dann wahrscheinlich die ganze Zeit ab. Vertragsangebot. Wir können ja trotzdem mal gucken. Vertrag ist normal. Was passiert denn da? Einfach so verkaufen? Nee, wollen wir nicht. Okay, wissen wir Bescheid. Dann gehen wir jetzt erstmal in die Termine. Wie sieht's aus? Vierte Liga. Das ist das nächste, was ansteht. Internationaler Pokal gegen Vitesse Arnheim. Das ist unser nächstes Spiel. Ein ganz wichtiges Spiel. Und am Wochenende spielen wir gegen FC Entenhausen. Aber wir müssen erstmal Vitesse Arnheim wegknallen. Am besten mit Bestbesetzung. Klingt natürlich gut. Aber wir drücken trotzdem dreimal drauf. Einfach, weil wir es gewöhnt sind. Eins, zwei, drei. Und es spielt im Tor im ersten internationalen Pokal Riesentetti, in der Abwehr Anna-Maria, Glitzerberschi und Franzi. Im Mittelfeld der Opa, die Mandy, Glöckchen und Katja. Und im Sturm Knuffi-Knuff, Ronny Ich und Yoshi, der Dinosaurier. Und lange gequatscht, es geht direkt los mit dem internationalen Pokal. Also optimal sind diese Bedingungen wirklich nicht. Aber mal sehen, was die 22 Herren auf dem Platz draus machen. 47.000 sind im Stadion. Plus die Spieler. Sehen Sie, so kriegt das hier. Die spielen gegeneinander, die spielen miteinander. Ja, das sind nett. Das ist eine Fanfreundschaft mit Vanessa Arnheim. Deswegen spielen sie alle miteinander. Tja. Wir greifen an. Und zwar in der 15. Minute. Glöckchen spielt aber zurück zu Franzi. Franzi zu Yoshi. Moment, hier den Ball. Spielt auf Yoshi. Oh, ein Traumpass. Gut abgefangen. Der Ball kommt hoch rein. Gut, da steht tatsächlich noch einer. Oh, schöne Grüße an die Eckfahne übrigens. Da sollte der Ball eigentlich nicht hingehen. Aber so geht's manchmal. Gibt's bestimmt auch Hin- und Rückspiel, gehe ich mal davon aus. Das könnte ich mir gut vorstellen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie das damals war. Früher. In der 22. Minute. So nicht. Oh, spielt den Ball vor, Jungs und Mädels. Und Tiere und was nicht alles seid. So, langes Passspiel. Aber Vitesse Arnheim macht jetzt ganz schön Druck. Trifft nicht. Wo gibt's denn sowas? Ein Schuss aus 20 Metern, der fast in Seiten ausgeht? Naja.
wenn wir jetzt nicht gewinnen sollten, den Pokal, ist nicht so schlimm, ist ja unsere erste Saison. Aber trotzdem, wir wollen natürlich alles ja, geben. Ja, ein ganz abgezockter Junge. Und dann hat er es auch noch mit dem gestreckten Bein versucht. Und jetzt, Knuffi Knuff. Erfolglos. Er schießt und trifft! 1:0! Wunderbar, in der 25. Minute. Knuffi, der Bär, Knuff. Sehr schön. Klasse. Vitesse Arnheim steht unter Schock, macht direkt einen Fehlpass. Die Menti, alias Killer Menti auch. Der müsste doch kennen. Also, da stand überhaupt nicht. Menti macht nur noch Fehlpässe. Gibt's das? Oh, jetzt hat Original ihn umgedreht. Die 21, war das zufällig Knuffi Knuff? Gelb? Ja, und da muss er jetzt mal ganz hart durchbrechen. Und es war Knuffi, die gelbe Karte. Wirklich, Knuffi, das ist ein absoluter Pokalkiller. Im Tor und auch in faultechnischer Hinsicht. 28. Minute, das Spiel zieht sich heute. Also jetzt. Und Vitesse Arnheim im Angriff. Mit einem super Fehlpass, einer Fehlflanke. Ein ja, wie kann man? Riesentetti mit einer Mega-Parade. Und jetzt Yoshi im Angriff. Gib zu fliegt, Ronny. Ich! Und verpasst die Landebahn. Da kam er nicht mehr ran. Ich bin nicht für den Pokal gedacht. Hat sich wahrscheinlich der Ich im Spiel auch gedacht. So, jetzt hab ich's. So, okay. Mendy am Ball. Zu Yoshi. Yoshi spielt zu Knuffi. Knuffi jetzt über rechts außen. Macht eine Flanke. Ziemlich weit. Ziemlich verkehrt. Nicht gut. Ein Zuckerpass mit Sahne. Oh, jetzt Vitesse Arnheim. Schießt. Also vielleicht auch für diesen Stürmer nochmal zum Verinnerlichen. Das Tor ist das Ding in der Mitte der Grundlinie. Und da muss der Ball rein. Immerhin hat er es nochmal gesagt. In der 30. Minute. So, und jetzt die blauen Stürmer. Ein Traumpass. Ja. Und was ist das? Die Grätsche. Jetzt Ronny ich. Oh, auswechseln. Raus. Gibt's doch nicht. Jetzt beginnt die zweite Halbzeit. Und wir können wirklich wechseln, wenn ich hier draufklicke. Ja. Das war ein Foul. Für die das Nummer 15. Ist korrekt, dass er ihm hier einen Karton vors Gesicht hält. Den gelben. Gelbe Karte für Klöckchen. Dieser Brutale. Und jetzt können wir erstmal wechseln. Und zwar wechseln wir jetzt Ronny aus. Das ist hier die größte Pfeife auf dem Platz. Und nehmen Kaputte rein. Kaputte? Warte mal, kann man den anklicken? Ah, ne, wir müssen erstmal den rausnehmen. Ronny gegen Kaputter. Ah, jetzt hat es geklappt. Okay. Sehr schön. Knuffi bleibt. Alles andere bleibt auch. Wir könnten ja mal ins Mittelfeld den Markus reinnehmen. Und dafür die Menti raus. Weil die Menti, die macht nämlich noch Mist hier auf dem Platz. Warum auch immer, warum klickst du? Ah, jetzt. So, können wir ein Torwart noch wechseln? Ne, wir riskieren mal lieber nichts. Wir gehen zurück zum Spiel. Und hoffen, es wird alles gut. Gegen Vitesse Arnheim. Wir sind jetzt plötzlich im Ball in der 58. Minute. Und er fliegt und fliegt und Yoshi fliegt. Knuffi greift an. Und findet auch noch den richtigen Mann. Toller super Pass. Spielzug. Und nochmal Knuffi. Jawohl! 2:0. Unhaltbar. Knuffi, was für ein Bär. Es ist ein Fußballer. Sehr schön. Fußballbär. Und er fliegt und fliegt und fliegt. Oh, jetzt Vitesse Arnheim greift an. Und findet auch noch den richtigen Mann. Verschießt. Toller Pass. Siggi Craig Fuchs ist froh mit der Leistung seiner Mannschaft. Irgendwie sind wir ja auch ein bisschen Siggi Craig Fuchs. Super Fehlpass. Und jetzt treffen wir natürlich. Die Hintermannschaft schwach aussehen. Und das Tor hat geschossen. Schöner Schuss. Nicht sonderlich platziert. Aber gut. Keiner. Hat keinen Namen. Okay. Das Tor hat geschossen. Der Namenlose. Der Namenlose aus Vitesse Arnheim. Jetzt im Kino. Und jetzt Opa. Katja. Yoshi. Und Yoshi. Also vielleicht auch für diesen Stürmer nochmal zum Verinnerlichen. Das Tor ist das Ding in der Mitte der Grundlinie. Und da muss der Ball rein. 87. Minute. Ich denke mal, das Spiel ist zu vorbei. Nee, es kommt noch ein Angriff. In der 88. Minute sogar. Das ist halt die hohe Schule des Fußballsports. Markus, der Eingewechselte. Ganz genau. Und Markus, der Eingewechselte, trifft zum 3:1. Wunderbar. Wenn es das Hinspiel war, dann haben wir eine gute Ausgangslage. Passt. Bild wird langsam dunkel. Wir gewinnen 3:1 gegen Vitesse Arnheim. Und alles ist schön. Klasse.
Der internationale Wettbewerb hat uns wieder, liebe Fußballfreunde. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur RAN-Sendung. Und Sie wissen ja, wer die nächste Runde erreicht, der hat so ein bisschen die Lizenz zum Gelddrucken und kann dieses Geld ja dann nächste Saison wieder in die Liga zurückinvestieren. Also, was treiben die deutschen Mannschaften auf internationalem Parkett? Überzeugen Sie sich selbst. Hier sind die Berichte und es gilt auch heute. Alle Spiele, alle Tore. Viel Spaß. Genau, das gilt ja immer. Danke, Johannes. So, hier sind die ganzen Spiele, es sind wirklich viele Spiele vom internationalen Pokal. Das ist die Vorrunde, also auch die Hinrunde, steht aber da. Also wir haben jetzt auf jeden Fall die nochmal als Rückspiel. Das ist die Champions League mit Kuschelteam. Tore habe ich Ihnen versprochen, Tore haben Sie gesehen. Zweikämpfe habe ich Ihnen versprochen, Zweikämpfe haben Sie gesehen. Richtig viel Spannung, darüber haben wir auch eingangs geredet. Und die gab es, da sind Sie sicherlich mit mir einer Meinung. Dennoch, und gerade damit es nicht in Vergessenheit gerät, hier nochmal eine komplette Zusammenfassung. Komplette Zusammenfassung. Und die ist ganz wichtig für uns. Lokomotive Moskau, nee, wir sind ja nicht in Moskau. Warte mal, gibt's ja. Oh, FC Kuschel 09 hat 2:1 gegen Olympiakos Piraeus verloren. Was für ein Name. Verloren, übrigens. Hier, wie sieht's hier aus? Hier steht niemand von uns. Hier, Entenhausen gewinnt gegen FC Dundalk aus Irland mit 4:1. Und die Spielvereinigung Kuschel verliert 2:0 gegen AC Parma aus Italien. Wir haben 3:1 gewonnen. Ist klar. Und Spielvereinigung Eselhof verliert gegen die dänemarkische Mannschaft Brøndby IF mit 1:3. Im internationalen Pokal, das ist ja immer noch das, ich wollte eigentlich gucken, wo die Champions League, hier, FC Kuschelteam, 1. FC Kuschelteam gewinnt gegen Aalborg BK mit 3:0. Das ist unsere Hoffnung in der Champions League und sind Tabellenführer. Sehr schön. Die anderen Tabellenführer sind Ajax Amsterdam, Juventus Turin und die Blackburn Rovers. Selbst in der Gruppe 1 Real Madrid plus Platz 2, aber auch bloß, weil sie nur 3:0 gewonnen haben. Nicht schlecht. Die meisten Zuschauer waren bei AS Rom gegen A Famagusta. Und in der Champions League bei Juventus Turin gegen FC Porto. So, der 5. Ligaspieltag, die Liga hat uns wieder, spielen wir gegen FC Entenhausen und hoffen, dass es funzt. César, das war's und mir hat's eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch und dann steht unser Wiedersehen ja nichts im Wege. Ich freue mich auf Sie. Ich freue mich auf Sie. Klingt gut. Bis zur nächsten Folge. Gehen wir natürlich ins Büro zurück. Wir sind am 19. Saisontag und ich verabschiede mich bis zur nächsten. Bis dann. Ciao, ciao.